Hallo und herzlich willkommen im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und heute machen wir ein Unboxing-Video über Sachen, die ich hier gekauft habe. Diese stylische Tüte hier habe ich im Bluebricks Store in Bielefeld bekommen, nachdem ich dort mir ein paar Klemmbausteine angeschaut und gekauft habe. Und zwar blende ich euch gleich mal hin und wieder so ein bisschen da unten da einige Szenen ein, die ich aus dem Laden habe. Ich wollte schon lange mal nach Blue Bricks hin und ja, hier in der Gegend wäre der nächste Laden in Hagen. Allerdings aufgrund der Hochwasserkatastrophe ist der Moment noch geschlossen. Jetzt hatte ich die gute Gelegenheit, nach Bielefeld zu kommen und dann bin ich dort reingegangen. Ja, ich hätte mir den Laden vielleicht ein wenig anders vorgestellt, gebe ich ganz offen ehrlich zu. Er wirkte ein bisschen nüchtern und trist für meinen Geschmack. Und ja, die Gegenstände oder beziehungsweise die Klemmbausteine von Bluebricks selber in ihren schlichten braunen Kartons sind für mich zu unübersichtlich. Also, ich müsste mich dann teilweise auf den Boden setzen, um zu erkennen, was da drin ist. Naja, also nicht wirklich. Ich meine, die haben so ein paar schöne Modelle. Klar. Ich habe jetzt auch was gekauft, allerdings eigentlich nichts direkt von Bluebricks, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil das war mir zu kompliziert und ich meine, mit Maske, klar, es ist warm, das macht keinen Spaß. So, was habe ich mir geholt? Erstmal ein paar Kleinigkeiten. Aber eine Platte. 32x32 von der Firma Wange. Dann nehmen sie 2,50 € für. Ist okay. Noch eine Platte gekauft. Die ist 50x50. Auch von der Firma Wange. 6,95. Ja, kann man machen. So, dann habe ich mir geholt einen Rennwagen. Von der Firma Akko. Noch nie was von gehabt. Und habe ich gedacht, okay, die testest du mal aus. Sind nicht viele Teile. Ja. Racing Car in Orange. Ist eine schöne Verpackung. Sind nicht viele Teile. Ich wollte einfach die Marke mal testen. Einfach mal testen. Die haben sehr viele schöne Modelle da. Das seht ihr ja, glaube ich, auch immer wieder in den Einblendungen bei mir. Und ich war auch überlegen, von Bluebricks selber so ein Bluebricks Special, so ein Panzer zu kaufen, aber dann hatte ich nach Modulars geguckt, im bezahlbaren Bereich. Tja, und toll, welches hatten sie? Das hatte ich schon. Die haben auch andere, aber das war in dem Moment für meinen Geldbeutel nicht so interessant. So, dann habe ich mir geholt von Schwingbau mal was, was ich auch noch nicht hatte. Und zwar etwas, was bisschen Musik macht. 607 Teile. Habe ich gedacht. Probiert es einfach mal aus. Kann ja nicht schaden.
Und zu guter Letzt habe ich mir was von Sembo geholt. Aus dem Beijing Museum. Was mit 807 Teilen bestimmt auch wieder ein bisschen interessanter wird. So, und ja, das war's. Vielleicht wird man ein bisschen erschlagen, vielleicht hat man auch ein bisschen den Aldi-Charakter, den man im Bluebricks Store hat. Ich weiß es nicht. Ich meine, Bluebricks ist gut, beim besten Willen, will ich ja gar nicht sagen. Der Laden an sich wirkte für mich ein bisschen nüchtern. Das will ich aber nicht unbedingt als negativ sehen. Und das große Handicap gegen den Laden war sicherlich die Maske und die Temperaturen. Ich bin nicht der Schlankeste und obwohl, das hat wahrscheinlich nichts mit dem Gewicht zu tun. Mir lief das Wasser den Arsch runter. Und ich habe versuchen mal euch anhand der Einblendung so ein bisschen so auch eine Optik von dem Laden zu geben. Alle Modelle von halt Sembo, Xingbao oder Kada waren wunderschön aufgebaut und ja, vom Bluebricks teilweise auch. Allerdings viele Sachen halt nur in diesen Längsregalen, wo man halt hier dann nur vor Kopf in klein sieht, was drin ist. Und die Preise daneben. Jetzt hatte ich die Maske auf, die Brille auf. Ich habe nichts mehr gesehen und nein, das war nichts. Also ich konnte nicht in Ruhe, in dem Sinne, meine Ruhe, halt mal gucken, was wäre interessant, was ist nicht interessant. Nee. Also wahrscheinlich eher dann mal online, obwohl die sicherlich einige Sachen im Laden eher haben als online. Na gut. Das war mal ein bisschen anderes Unboxing. Die werde ich jetzt die Tage bauen. Und ich sag mal ganz einfach, ich werde wieder in einen Bluebricks-Laden gehen. Ich wollte eigentlich auch nach Paderborn fahren, aber der hatte von Montags bis Mittwochs zu. Muss ich mal gucken, wann ich da hinfahre. Und dann schauen wir mal. Ansonsten, im Abspann kommt noch ein bisschen was. Bitte bleibt gesund. Ich gebe euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrgebiet, aus dem Ruhrpott. Euer Markus und Glück auf. Bis dann. Sehr warm.